herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Mein heutiger Gast ist in Barcelona zugeschaltet und es ist dies der Florian Schartner. Florian, ich begrüße dich ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Buenas tardes, vielen Dank für die Einladung. Florian, du bist ja B2B und B2C Podcast Specialist und ich habe dich eingeladen, weil ich finde das recht spannend, was du heute machst und du hast ja die Chancen am Markt erkannt und bietest heute eine sehr nützliche Dienstleistung für Selbstständige und Unternehmer an im Bereich Podcast-Produktion. Ja, das finde ich eine ganz interessante Geschichte und da würde ich gerne heute auf deine berufliche Entwicklung auch eingehen und dann natürlich auch auf dein heutiges Angebot. Jetzt stellen wir uns vor, wir treffen uns zum Beispiel da in einem, also vor einem berühmten Wahrzeichen von Barcelona, der Sagrada Familia. Und ich frage dich so, ja, was machst du denn? Wie lautet dein Elevator Pitch? Genau, ja, haben wir im Vorgespräch schon ein bisschen geklärt, das wird vielleicht ein Elevator Pitch mit 50 Stockwerken. Ich halte es kurz, versuche es kurz. Also mein Elevator Pitch ist, dass wir, also mein Team und ich, wir bieten Podcast-Konzeptionierung für Speaker, Coaches, Trainer, Dienstleister und Unternehmen an. Von der grünen Wiese, was ist eigentlich ein Podcast, bis zum fertigen Produkt, inklusive der Nachbearbeitung, Veröffentlichung und dann auch der Vermarktung mit dem Endresultat für mehr Online-Medienpräsenz, mehr Kundenanfragen, Kundenpflege und Mitarbeitergewinnung. Super. Jetzt, da gehen wir auf jeden Fall jetzt dann gleich noch drauf ein. Und jetzt mal gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Wie hast du deine Karriere mal begonnen? Was hast du mal gelernt oder auch studiert? Genau, also ich komme aus einem kleinen Dorf in Bayern am Chiemsee, im wunderschönen Chiemsee, so ums Eck, und habe eigentlich Koch gelernt. Ne? Also habe die Ausbildung zum Koch gemacht, habe dann ausgelernt und bin dann mit 19 Jahren 2002 nach Fuerteventura in den Robinson Club Handy Applier. War dann da ein Jahr tätig, kurzen Abstecher gemacht, dann 2004 bei der Fußball-EM in Portugal im Catering, habe da in den Fußballstadien gekocht für die VIP-Gäste, da Menschen aus Barcelona kennengelernt. Und ich glaube, ich war 21 Jahre jung, fand das alles ganz lustig und cool. Und zurück nach Fuerteventura, habe mir ein One-Way-Ticket nach Barcelona gekauft, 2 Koffer, 500 Euro in Cash. Und dann haben wir gesagt, jetzt probieren wir es aus. Ja, und es hat dann doch geklappt. Ne? Und hier in Barcelona habe ich dann ja, fast 12 Jahre in einem 5-Sterne-Restaurant gearbeitet, da 5-Sterne-Hotel war es, als Abteilungsleiter, ne? Und habe nebenbei auch studiert, Hospitality Management, ein Master, war dann 4 Jahre lang auch neben dem Hoteljob als Dozent an der Universität für Tourismus in Barcelona tätig. Hab Piano und Orchesterkomposition für Film, Musik und Videospiele auch studiert, nochmal für 2 Jahre. Also Musik mache ich ja schon seit ich 8 bin und war immer rechter Fan von der Gitarre und dann auch Videospiele oder Hans Zimmer, ne, in dem Bereich, ein großes Vorbild immer noch. Und habe mir das ein bisschen reingefupselt in das ganze Thema Digital Audio, das war immer so parallel. Und ja, 2017 habe ich dann gekündigt im Hotel. Habe dann so ein bisschen Auszeit gebraucht und dann hat sich das so peu à peu durch die Online-Plattformen Fiverr oder Upwork, habe dann ne, Jingle-Komposition angeboten und dann kam ein deutsches Unternehmen auf mich zu, hat dann noch einige Jingles beauftragt und die haben mich dann gefragt, so Florian, bist du da so affin im Audiobereich? Du könntest ja auch für uns einen Podcast schneiden, ne? Und habe gesagt, ja, das könnt ihr machen. Und dann hat sich das so entwickelt. Und ich habe da irgendwie so den Braten gerochen, so, da ist ja echt wahnsinnig viel Potenzial dahinter. Das ist echt nur sehr, es war 2017 noch sehr unprofessionalisiert. Und 2018 hat man dann so richtig gemerkt, ui, da kommt eine dicke Welle und da ist definitiv was mit drin und es macht mir super Spaß und wir können überall auf der Welt arbeiten. Nur Internet, Laptop, notfalls einen guten Kopfhörer. Und das war einmal so ein Traumziel von mir dann auch. Ja, und jetzt sitzen wir hier, Barcelona, 2021 schon, 4 Mitarbeiter und läuft super. Alles online und ganz happy. Ja. Das heißt, jetzt hast du dich wirklich oder ihr habt euch da wirklich drauf spezialisiert, die Podcasts zu bearbeiten, wirklich auch zu produzieren für
für Leute wie mich ungefähr, also eigentlich jeden, also der selbstständig ist und der Speaker ist oder oft auch Unternehmen. Und wie geht das denn genauso vor? Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich würde jetzt sagen, ich würde das ganz gern machen. Also ich habe jetzt schon 300 Episoden, aber stell mir vor, jetzt würde ich jetzt anfangen. Wie würde das jetzt so vor sich gehen? Wie könnte man da? Es ist immer ganz wichtig, dass man sein Thema weiß, seine Nische kennt, das, was man anbietet, heute da Experte, Expertin ist in dem Bereich, da auch dementsprechend was zu erzählen hat und kann. Ne? Das ist immer sehr wichtig, dass die Expertise halt vorhanden ist einfach. Wenn man sich da leicht tut mit der Kommunikation, dann ist es natürlich noch besser. Wenn nicht, dann ist Übung macht den Meister. Es ist wirklich auch kein Problem. Und wir gehen dann einfach dran und konzeptionieren im Podcast zusammen mit den Podcaster und Podcasterinnen. Das heißt, welche Themen sind interessant, welche Zielgruppen sind interessant, was haben die für Ängste, was gibt es bei denen, welche Informationen fragen die immer ab, was sprechen die Online-Medien so über dieses Thema, gibt es da vielleicht einen Teil, wo man sich noch nischiger oder spezieller, fokussierter aufstellen kann. Dann suchen wir das raus und erarbeiten da praktisch ein Podcast-Konzept. Also das geht beim Cover A los bis zur kompletten Beschreibung des Podcasts, dann auch mit dem Podcast-Jingle, wollen wir jetzt einen professionellen Sprecher dazu haben oder nicht. Und dann geht es ab in die Produktion, vorher natürlich nur technische Schulung, ne, damit das alles passt vom Sound her, weil da bin ich so ein bisschen der Romantiker. Also gute Soundqualität soll schon sein, jetzt für einen Unternehmer-Podcast, ganz wichtig. Und dann produzieren die Podcaster ihre Inhalte und wir übernehmen dann praktisch die komplette Nachbearbeitung. Das heißt, wir hören das komplett durch, schneiden die Schmatzer, die Ärms, die Versprecher raus, machen das schön, dass wir halt wirklich Radioqualität schaffen, ne, wenn möglich, wenn es möglich ist, und veröffentlichen das auch gleich auf den diversen Plattformen für unsere Kunden. Und dann geht es so weiter. Genau. Okay. Super, das klingt ja irgendwie völlig einfach. Also zumindest für denjenigen, der jetzt einen Podcast dann starten möchte und dann sich nicht mit der ganzen Technik dann auseinandersetzen möchte letztlich. Ne? Ja, eine Sache ist halt die Technik. Ne? Also wenn man da nicht affin ist, beziehungsweise es gibt viele Leute, die finden das einfach langweilig oder uninteressant, ich kann es total verstehen. Ne? Ich würde so Webdesign, ich komme zwar da reinfipseln oder sowas, aber ist wirklich nicht meine Expertise. Und deswegen bin ich da auch sofort der Erste, der dann sagt, ich hole mal einen Webdesigner, der sich damit auskennt, das täglich macht, dann auch noch schneller das Ganze umsetzt, die Qualität ist besser und ich spare mir erstens einen Haufen Zeit, kann mehr Zeit für mein eigenes Business aufwenden, vielleicht sogar neue, bessere Inhalte erstellen und alle happy. Ne? Also nicht, dass man jetzt irgendwie nach Feierabend nur 3 Stunden vom Computer sitzen muss und da irgendwie mit einer Software, die man eh nicht kennt und mag, da Podcasts schneiden muss und dann hochladen. Das machen alles halt mir und die Kunden sind super happy damit, genau. Das ist doch eigentlich genial. Ich meine, im 2019 habt ihr dann, oder hast du dann wirklich dich vollkommen auf die Podcast-Geschichte dann auch eingeschossen. Genau. Finde ich jetzt auch noch ein schönes Beispiel, weil wir haben ja gerade momentan in der jetzigen Situation, gerade aus dem Hotel, aus dem Gastronomieumfeld, viele Leute, die sagen, Mensch, ich könnte oder ich sollte vielleicht was anderes machen. Und du hast, und das finde ich eben sehr schön, durch die Chance gepackt und wurdest auch angesprochen, hast deine Leidenschaft natürlich auch gefrönt, auch mit der Musik. Aber das finde ich schon ein schönes Beispiel letztlich, oder? Und da gibt es wahrscheinlich für viele auch so Chancen am Markt im Moment, oder? Ja, so, also alles, was mit digital zu tun hat, sei es jetzt Copywriting oder so Aktivitäten, die halt mit online zu tun haben, das boomt wirklich. Ich würde jetzt nicht sagen, von heute auf morgen einen Job kündigen und reinhüpfen. Bei mir war es peu à peu, hat sich das so entwickelt. 2017, also da bin ich halt allein gestartet. Das hat sich dann hast du vielleicht im Monat 500 Euro mal verdient oder ein Tausender. Und ich war dann 2018 bei der Messe Barcelona dann auch noch, ne, und habe aber nebenbei mein Business so nach oben skaliert. Ne, da kamen auch immer mehr Anfragen. Bis ich dann wirklich mal auf einen Lohnzettel geschaut habe, was ich auf der Messe verdiene, wie viel Zeit das da reinstecke. Und was beim Podcast unten rauskam, beziehungsweise die Gaudi, die es halt einfach war, ne, der Spaß da mit den Kunden zusammenarbeiten und die Resultate, die wir halt da einfach erzielt haben, das war einfach, die Gratifikation war halt enorm. Und ich muss da auch wirklich meiner Freundin danken, Leonor. Die haben ja auch ein Familienunternehmen und die hat so ein bisschen anders Mindset, ne, im Blick auf Business, die mir dann da so ein bisschen auf die Füße getreten ist und gesagt hat, Flo, du kündigst jetzt und du machst es jetzt Vollgas. Ne? Und
Natürlich waren da auch wieder Unsicherheiten dabei und so. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Aber dann, das ne, war September und September war irgendwie gleich Umsatzrekord im ganzen Jahr, weil man wirklich dann einmal so 100% Vollgas auf dieses Thema ne, draufgetreten ist, so ungefähr. Und das funktioniert super. Und dann auch, ne? Also Mitarbeiter neu dazu und dann da. Und deine Mitarbeiter sind dann auch wahrscheinlich in ihrem Office oder Homeoffice oder habt ihr da ein gemeinsames Büro? Genau. Na, die sitzen in Deutschland. Also ich sitze hier in Barcelona. Die Mitarbeiter sind alle in Deutschland unterwegs. Ne? Teils berufstätig nur, beziehungsweise halbtags unterwegs. Und ja, einer ist, der mir das Fulltime macht dann praktisch also. Und wir haben wirklich die Kommunikation, wir arbeiten mit Dropbox Business, das heißt, wir haben synchronisierte Accounts, ne? Jeder kann jede Session aufmachen, wir benutzen alle die gleiche Software, die gleichen Plugins, das heißt, wir sind alle gleich von den Tools her und es war mir auch wichtig, dass das halt, wenn irgendwas ist, dass das schnell und unproblematisch dann für den Kunden immer gelöst werden kann und funktioniert wirklich super. Gibt es auch so Beispiele weißt, von Kunden oder darfst du das an der Stelle auch sagen? Ja. Was dafür für eben Kunden das nutzen oder wie die quasi ihre Show auch darstellen, ja, über euch sozusagen? Ja, also das absolute Highlight ist natürlich Stepstone in Deutschland, die wir heute betreuen, zusammen mit HR Networks. Und das war wirklich, das war zäh, ne? Da haben wir schon fast 18 Monate dran gehangen, bis wir die endlich überzeugt hatten, dass wir einen Podcast starten sollen. Und es funktioniert wirklich super. Jetzt war Corona, ne? Und wir sind genau im Juni 2020 haben wir gelauncht und peu à peu und es wächst wirklich super. Und die haben es als für sich entdeckt, dass dieses Medium-Podcast einfach zieht. Und das haben wir jetzt halt wirklich dabei, auch neue Konzepte nochmal zu entwickeln, auch für deren Kunden dann auch nochmal. Beziehungsweise, dass man da den Benefit wirklich dann komplett ausnutzt und sagt, hey, da sind neue Chancen für neue Kunden, für neue Klienten, für neue Mitarbeiter, für alles mit drin. Und da geben wir jetzt ordentlich Gas 2021. Und was so Speaker-Coaches angeht, also Kerstin Hart ist so für gesund, schlank, entspannt, erfolgreich. Ne? Also ein Podcast, die ist Speakerin. Wir machen das schon seit Sommer 2018 miteinander und die ist halt wirklich sehr super konstant in ihren Inhalten und es funktioniert da wirklich super. Und die verkauft halt ihre Coachings, ihre Seminare und ihre Online-Produkte in Form von Meditationen, von Audios über den Podcast und läuft also wunderbar. Und ja, also gibt es wirklich aktuell haben wir halt 40 Kunden im Portfolio und das ist echt. Wenn man so jetzt einen Podcast aufsetzen möchte, mit welchen Kosten muss man da in etwa rechnen? Es kommt immer an Equipment, das ist glaube ich so das, die erste Frage, ja, was soll ein Equipment kaufen? Also jeder will sofort ein Mikro kaufen. Das ist eher so das Unwichtigste, ne? Das ist ja schnell gekauft, wenn es nicht sold out ist auf Amazon und auf Thomann. Equipment, Pi mal Daumen, zwischen 150 und 250 Euro kann man schon was einig sehr Dezentes dann erwerben. Wenn man Premium gehen will, dann natürlich sehr gern, da beraten wir dann auch noch ne, in den Bereichen. Und dann für die Einrichtungskosten und die monatliche Betreuung, Pi mal Daumen, also Einrichtung ist einmalig so bei uns zwischen 2.500 und 6.000 Euro je nach Kunde, ne? Nach Unternehmensgröße dann auch, da muss man halt dann schauen, wie hoch ist der Aufwand, was übernehmen wir, was machen die und dann gibt es halt die monatlichen Kosten und da sind wir bei so 150 oder 120 bis 200 Euro pro Folge, je nachdem. Wenn sich die Kunden entschließen und sagen, wir wollen gleich 6 Monate oder ein ganzes Jahr mit euch machen, was ich definitiv empfehlen kann für einen Podcast, ne? Aber muss halt einfach passen. Dann gibt es natürlich dementsprechend einen Preis, kommen wir da entgegen. Und das ist natürlich für uns auch eine super Sache, wenn wir sagen, da ist jetzt ein Kunde dabei, der will jetzt ein ganzes Jahr und dann können wir gleich durchplanen besser und das Ganze auch besser organisieren. Super, wunderbar, klasse. Jetzt, man erhält ja im Laufe seiner Karriere, seines Lebens dann immer auch so Ratschläge, immer Tipps, die einen doch zum Teil recht gut tun, die auch noch spannend sind für einen selber. Gab es da auch Tipps, die dich recht berührt haben, die dir was gebracht haben, wo du sagst, die kann ich auch gerne hier weitergeben? In Spanien sagen sie, ich bin so die Ameise, so, ne? die still und leise vor sich hin rödelt, also jetzt nicht so skandalös, sondern einfach, also ich bin jemand, der gerne macht, der gerne viel ausprobiert und ich finde, das ist auch wichtig so für einen selber, ne?
und für den Podcast war es sowieso und für den Audiobereich war es einmal super interessant. Also dieses einfach machen, dieses neugierig sein, schauen, was die Technologie macht, wo kann man sie vielleicht noch besser positionieren, so dieses Interesse einfach hat, da auch online aktiv dabei zu sein. Und so ein kleiner Advice, was wirklich oft passiert, wenn man einen neuen Podcast konzeptioniert, ist halt dieser erhoffte oder ersehnte Perfektionismus, ne? Also wo man selber nicht genau weiß, was das so ist oder wie das ausschauen soll, aber dann kommt immer so das Argument, ja, ich bin ja so perfektionistisch und sowas, aber das muss nicht sein. Also die Leute, speziell jetzt beim Podcast, da muss kein 20-seitiges redaktionelles Skript vorhanden sein und das man dann so abliest. Das macht genau einen gegenteiligen Effekt von dem, was eigentlich passieren soll beim Podcast. Sondern einfach, man soll schon ein Thema haben, nicht alle zwei Wörter sagen. Das wäre halt schon wichtig. Können wir aber dann auch rausschneiden, wenn es weh oder sowas. Aber einfach mal drauf sich einlassen, ein Commitment machen und dann sagen, ich mache jetzt für ein Jahr Podcast, ich habe mein Unternehmen, ich habe die und die Zielgruppe, ich gebe denen Inhalte und auch wenn man meint, das kommuniziert ja eh jeder oder jede da draußen, das macht überhaupt nichts, weil du kommunizierst das auf deine Art und Weise und die Leute kommen nicht, weil du das gleiche Angebot hast wie die anderen, sondern die kommen zu dir, weil da eine Synergie mit dir ist und weil die dir vertrauen in der Art und Weise, wie du es kommunizierst und widerspiegelst einfach. Und deswegen da einfach einen Schritt voran und ausprobieren und Gas geben. Also so Tipps wären eben viel ausprobieren, neugierig sein, nicht zu perfektionistisch sein und der Zielgruppe Inhalte liefern. Genau. Kann man das so zusammenfassen? Ja, definitiv. Ja. Super, vielen, vielen Dank dafür. Jetzt, was würdest du als deinen Life-Purpose beschreiben? Also Steve Jobs hat ja auch schon gesagt, find your purpose. Wie lautet dein Life-Purpose? Kreieren. Also ich glaube, wir kommen ja aus der Gastronomie und ich glaube, die Menschen, die mich kennen, ne, ich bin halt jemand, der halt gerne ausprobiert, so ein bisschen kreativ ist. Ne? Also wir kochen des Öfteren zu Hause im Menü oder sowas, aber ich bin dann jemand, der einfach auf den Markt geht dann und schaut, was schaut denn jetzt am besten aus und da machen wir jetzt irgendwas draus. Also wenn man so diese Aspekte so ein bisschen kennt, so Ingwer schmeckt jetzt mit Chili gut und Ingwer vielleicht nicht so unbedingt mit Sauerkraut, obwohl das wahrscheinlich auch gibt, ne? Aber dass man halt diese Kombinationen weiß, so wie ein Maler, guter Maler, der weiß halt, ne, wenn ich grün mit blau mische, dann passiert das und das. Dann funktioniert das. Also von der Seite halt so kreative Sachen finde ich schon Purpose und einfach ja den Leuten so ein bisschen das Leben erleichtern, ne, im Bereich, dass er sagt, bitte nicht mit solchen Sachen rumschlagen und wir machen das und wir machen es auf eine einfache Art und Weise und es macht Spaß und ihr habt keinen Kopfweh, genau. Gibt es auch Programme, also Apps oder Internetressourcen, wo du sagst, die finde ich noch recht spannend, die helfen mir auch, meine tägliche Arbeit besser zu erledigen? Ja, also absolutes Top, was wir nutzen, ist Trello für die Kommunikation mit den Podcastern. Wir haben da unsere Template gebastelt für die ganzen Prozesse, dann die wird halt ständiger optimiert. Trello ist für viele so eine sehr, sehr abgespeckte Version von einem Projektmanagement-Software-Tool. Aber ich finde wirklich so, Asana ist cool oder ClickUp und alles, aber da kann man es auch schon wieder zu kompliziert machen. Ne? Ich finde die Einfachheit, also wenn man es nicht braucht, dann machen wir es auch nicht. Ne? Ich finde es auch immer cool, wenn da irgendwie, mache jetzt fünf Häkchen irgendwo hin oder sowas, aber wenn es wirklich nicht notwendig ist, dann kann man es auch weglassen. Also das ist halt unser Ding. Dann viel, da bin ich gerade so beim Reinschauen, Zapier, also Automatisierung von Prozessen. Weil mir wirklich sehr viel und sehr oft ertappt, dass ich einfach nur Daten copy-paste in ein anderes Dokument oder in eine andere Plattform, dann soll es doch ein System machen. Ne? Und ja, die ganzen Software-Tools, die wir halt für die Nachbearbeitung dann auch benutzen. Ne? Das ist alles abgespeckt oder so auf unseren Workflow einfach zugeschnitten ist. Dann, also wir benutzen alle die gleiche Schnittsoftware bei uns, wir benutzen wirklich die gleichen Plugins und die gleichen Tools und jeder weiß genau, wie alles funktioniert und welche Resultate das man da bekommt. Kannst du da vielleicht noch kurz sagen, was das für Produkte sind? Ja, also wir nutzen viel Studio One ist unsere DAW, ne? Presonus, wird in Hamburg gemacht, gehört aber zu einem amerikanischen Unternehmen, das sind also Ex-Mitarbeiter von Steinberg. Dann wirklich die ganze Isotope,
Suite, wie es heißt, ne? Isotope Ozone fürs Mastering, Isotope RX 8 Advanced für die ganze Soundaufbereitung, Rauschen entfernen, Postproduktion, Optimierung, Mouth Declicking und wie es alle Sachen heißen so. Und dann auch viele Plugins so von Slate Digital, das ist auch die Firma von einem Freund von mir, für die ich ab und zu mal was Nettes machen darf. Er ist über dem Beta-Testing-Team mit dabei und vom Produkte-Development, Produktentwicklung gebe ich da auch immer ab und zu ein bisschen meinen Senf dazu. Und es ist halt immer sehr spannend, so die Insights von der Software- und Hardware-Firma, die halt wirklich in Hollywood sitzt, ne? Und wie es da abläuft, so ein bisschen was zu bekommen, genau. Okay, super. Jetzt bist du natürlich die ganze Zeit am Podcasten und am Bearbeiten, aber vielleicht kommst du auch noch mal ein bisschen zum Lesen. Gibt es auch vielleicht ein Buch oder Bücher, wo du sagst, die finde ich selber spannend und könnte ich auch an der Stelle gerne weiterempfehlen? Ja. Also aktuell so der riesen Lesefan bin ich nicht. Ich lese wirklich sehr viel Blogs im Internet oder in den Online-Foren über neue Software, die es halt so gibt. Da bin ich wirklich jemand, der auch die Manuale von den einzelnen Tools dann durchliest, was wahrscheinlich eh keiner macht, aber ich finde das ganz cool. Buch aktuell, Schwiegervater hat uns allen, also die Bücher geschenkt von Jeff Bezos, die Biografie von Isaacson, der auch die von Steve Jobs geschrieben hat. Und es ist jetzt nicht so der dicke Schinken wie bei Steve Jobs, also es ist noch sehr überschaubar. Aber es ist halt sehr, sehr, sehr interessant. Also ich finde es wirklich so eine wunderbare, gute Nachtlektüre und man merkt wirklich also, wenn man es nicht leicht hat im Leben, am Anfang so der Widerstand, dann weiß man so, ja, da ist man dann doch auf dem richtigen Weg. Ne? Also das ist dann, ja. Wenn das jemand hört und sagt, ich würde ja wahnsinnig gerne mal mit dem Florian mal Kontakt aufnehmen, wie macht man das jetzt bei dir am einfachsten? Genau, also Florian ist verfügbar auf LinkedIn, auf Xing, auf Facebook, auf allen Plattformen. Florian Schartner eingeben und dann steht Florian Schartner Podcast Specialist wahrscheinlich da. Einfach eine Message schreiben, sonst gerne eine E-Mail an florian@florian-schartner.com oder auf meine Webseite die Kontaktformular ausfüllen für wirklich ein ganz, ganz unverbindliches Telefongespräch. Einmal zum Abklären, was alles gibt, ob ein Podcast überhaupt Sinn macht für einen, ne? Und wie man das Ganze ein bisschen vielleicht aufbauen kann. Und einfach in Kontakt treten, ganz easy. Und ich sitze den ganzen Tag vom Computer, also da muss man jetzt nicht 48 Stunden drauf warten, bis eine Antwort von mir kommt, sondern es ist wahrscheinlich in den ersten 2 Stunden ist dann was da. Florian, vielen, vielen herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Spaß in Barcelona. Dankeschön, gleichfalls. Adios. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.